damit herzlich willkommen zu Let's Play Totally Accurate Battlegrounds. Das Let's Play, was wieder im Rahmen der iStuff Gaming Show Level Up stattfindet, am 29.07. um 21 Uhr alle einschalten. Heute hat Kai uns das Spiel mitgebracht. Kai, was genau hast du uns denn mitgebracht? Also, ich hab mir mal ein paar Gedanken gemacht in der Redaktion. Und zwar, PUBG ist ja leider jetzt nicht mehr auf Platz 1 der Steam-Charts. Verständlich, es ist verbuggt, die Server laufen wie feuchter Kuhmist, sag ich mal. Deswegen habe ich mir Alternativen ausgedacht für euch, damit ihr euch noch schnell vom sinkenden Schiff retten könnt. Und zwar einmal PUBG. Totally Accurate Battlegrounds. Ob die Server wirklich stabiler sind, weiß ich nicht so genau, aber es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Die Spiele sind wesentlich kürzer als in PUBG. Und dann habe ich noch eine zweite Variante mitgebracht. Nennt sich Survive.io. Sorry für den kurzen Aussetzer. Das ist im Prinzip 2D aus der Vogelperspektive. Aber im Prinzip auch ein ganz normales Battle Royale. Hat ein paar kleine Tweaks hier und da. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Spiel an, spielen 2-3 Runden und dann zeige ich euch das andere. Und genau, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein hier. Du hast schon ready gedrückt, ich bin auch ready. Okay, wir sehen hier einen total spannenden Ladebildschirm. Vielleicht muss man auch vorher sagen, wie immer, ich bin ein absoluter Noob in dem Spiel. Wir haben aber gerade schon mal eine Runde gespielt, da habe ich schon Luck von Kai bekommen. der schon ein erfahrener PUBG-Spieler ist. Also die Grafik sieht natürlich schon mal wesentlich besser aus als in PUBG. So viel kann man schon mal, glaube ich, sicher sagen. Kann es nicht sehen, okay, ich bin auch drin. Wenn man sich auch allein schon die Details der Charaktere anschaut, das ist schon ziemlich viel Arbeit hier reingeflossen. Ich hau einfach mal einen Typ mit einem komischen Hut. Keine Ahnung. Und hier geht's auch los. Oh. Wir haben nämlich hier keine langweiligen Flugzeuge, sondern LKW-Trucks. Mit denen wir hier durch die Gegend fliegen. Lass mal auf die Map gucken. Ist auch komplett verrückt. Lass mal nach Dötzkurvan gehen. Das ist quasi so eine kleine Stadt. Du sagst, wann wir abspringen, ne? Ja, warte. Aber du bist irgendwo drei, ganz anders als ich. 2, 1, raus, Richtung Gelb. Ja, ich bin direkt neben einem Heli gelandet. Shit. Okay, umdrehen. Wo bist du? Ich hab zu weit hinten markiert. Oh, neben mir ist einer gelandet. Ja, okay, du bist richtig, ich komm zu dir. Oh nein. Oh shit, du bist gleich tot. Nein! Ich flieh. Oh, da ist ein Heli. Oh nein, ja, ich bin auch bei dem Heli in der Nähe. Aber hier war auch einer mit einer Waffe, der schießt auf mich. Ich bin tot. Du bist tot? Ich bin tot. Oh, aber ich hab ihm 2-3 Mal ins Gesicht gehauen. Ich kann dich auch noch hochholen. Wie ein Pupschi natürlich. Pass auf, da ist aber irgendwo einer mit Waffe. Das ist mir egal. Da ist er. Aber der ist auf den Heli fixiert. Okay, der ist auf den Heli fixiert. Ich komm schnell durchs Haus rum. Oh Mist, er weiß, dass du da bist, Du kannst auch kriechen, während du down bist. Oh, stimmt. Du hättest eigentlich auch natürlich einfach ins Haus kommen können. Ja, das stimmt. Okay, ich bin gerettet. Los, weg hier. Rennen wir einfach weg? Versuchen wir noch ins Haus zu kommen? Ja, und wir gucken hier. Hier ist noch ein bisschen Blut. Okay, ich gehe ins nächste Haus. Ein Helm, eine Weste und ein Schlagstock. Ich habe Munition. Und, ich glaube, ich habe... Okay, das war noch Klamotten. Ich habe eine Bandage, wie wende ich die an? Tab kommst du ins Menü. Oh, da fliegt der Heli. Tab, zieh ich dich irgendwo hin einfach? Ja, du einfach Rechtsklick drauf machen. Ach, einfach Rechtsklick. Verwenden. Okay. Ich habe leider mich einfach mal selber. Ich habe nur meinen Schlagstock. Ach, das hat nicht gereicht. Ding. Ah, dann darf ich mich nicht bewegen, kann das sein? Gut, also ich habe noch immer gar nichts und wenig Leben dazu. Jetzt habe ich meinen Schlagstock aus. Hast du hier schon drin? Ich habe komplett die Übersicht verloren wegen diesem Heli-Dude. Was habe ich denn? Ich habe eine Rüstung. Ach, ich habe 3 Bandagen. Kann man hier in der Hausfassade hochklettern oder war das nur ein Glitch? Das ist ja nicht. Okay, ich schaff's nicht nochmal zu reproduzieren. Ich bin gerade vom Erdgeschoss in den zweiten Stock gegangen. Ja. Du kannst einfach hochspringen. Wie dumm. Okay, wir müssen mal gucken, wo die Zone ist. Wir sind eigentlich relativ gut gerade platziert. Lass mal ein bisschen hier irgendwas? Richtung Gelb gehen. Ich habe nur eine Bandage. Ich habe eigentlich auch nichts. Und da hinten kommen noch Häuser, deswegen lass mal Richtung Gelb schauen. Ich muss mal gucken, wo Gelb ist. Ja, gut. Siehst du auch oben auf dem Radar Richtung 350. Okay. Ist auch immer gut, wenn du einen Gegner siehst, dass du dann die Zahl dazu ansagst. Dann weiß ich ungefähr, wo ich hinschauen muss. Hier ist, ist zumindest schon mal eine Pistole. Geh mal nach oben. Also ich habe auf jeden Fall auch schon mal Munition. Einfach mal looten. Ich finde einfach nur scheiß Munition. Was soll ich mit Munition, wenn ich keine Waffe habe? Geil, Bandagen, nice. Lass mal halten. Okay, wie das aussieht. Die Pakete kann man schon mal auf jeden Fall perfekte Körperhaltung bei mir. Kann ich dich verletzen?
Oh, was? Hallo? Stirb! Oh nein, da draußen, jemand hat's gehört! Oh, oh, das ist, glaube ich, der gleiche Typ von warte, dem. Warte, warte, Gangster-Modus, ganz wichtig. Oh, shit, ey. Ja, das war's dann wohl mit der ersten Runde. Okay, das war die erste Runde. Ja. Erste zählt nicht. Erste ist immer ein bisschen reinkommen. Ja, genau. Genau, erst ein bisschen warm werden mit dem Spiel natürlich. Ich ändere mal eben mein Outfit. Ich glaube, dann bin ich schneller. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Ich habe nämlich hier auch sehr viele Customizations am Start, mit denen ihr natürlich euren Charakter anpassen könnt. Und es ist alles kostenlos. Es ist direkt von Anfang an dabei und sieht alles mega dumm aus. Das einzige Wichtige ist, das werdet ihr vielleicht auch nochmal in der einen oder anderen Lobby gleich sehen, wenn ihr euch für den Adidas-Anzug entscheidet, müsst ihr laut im Hintergrund dazu richtig schön Osteuropa-Tippen hören. Aber das Spiel an sich ist ja nicht kostenlos, ne? Das kostet das kostet 5 Euro, also 2 Kugeln Eis sind das quasi, umgerechnet. Was kaufst du dir denn ein Eis? 5 Sterne. Ja, was? Luxus-Eis. Mit so Goldstückchen oben. Ich finde es verdammt cool, dass man einfach auf alles draufspringen kann. Okay, das konnte ich jetzt nicht. Aber theoretisch. Ja, theoretisch funktioniert das manchmal. Wo treibst du dich denn schon wieder rum? Ich habe hier so eine Brücke. Ich glaub, bleib beim Team. Ich glaube, wir spawnen. Nee, wir sind einfach in 2 verschiedenen Ecken gespawnt. 10 Cent in deine komische Kasse. Das ist, ja, genau. Wichtig ist nämlich, das ist ein sehr hilfreiches Tool. Es passiert nämlich sehr häufig mal, dass man sich entscheiden muss zwischen einem Call und also der Ansage, die gemacht wurde vom Teamleader, und noch ein bisschen mehr looten. Und dafür haben wir die Splitkasse eingeführt. Jedes Mal, wenn man sich vom Team entfernt, deswegen stirbt, gibt es 10 Cent in die Kasse und davon wird dann Eis gekauft. Genau, Blattgold-Eis gekauft. Wie gehen wir jetzt da an? Hast du den Fall gesetzt? Ja, ich habe den Fall da gesetzt. Das sind 2 Häuser, Harbor Forest. Da haben wir es nicht weit zu so Industry Forest und so. Irgendwelche Vollspacken sind gerade auch einfach schon ins Meer gesprungen. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das auch Loot. Okay, also, ich springe ab. 3, 2, 1. Okay. Okay, ja. Okay, ich bin genau da gelandet, wo der Fall war. Sehr gut. Ich nicht. Aber ich laufe mal eben in die Häuser und loote ihr ein bisschen. Oh, hier sind aber nicht so viele Häuser. Ich habe irgendwie. Oh ja, ich habe. Oh, Jutta. Okay, ich habe schon mal ein richtig fettes Maschinengewehr. Boah, die haben so keine Chance. Ich frage mich nur gerade, wieso er die nicht automatisch ausrüstet gerade. Du kannst zu mir kommen. Ich habe hier voll viele Waffen. Alter. Ich loote erstmal hier weiter. Ich habe hier ein. Okay. Oh, oh, irgendwas schießt. Wo? Irgendwas. Ich weiß es nicht. Hinter mir. Scheiße. Ha, ich hab's. Ich hab ihn ermessert. Aber da war noch einer irgendwo. Da war noch einer in der Nähe. Ist er jetzt tot? Oh, Scheiße, hinter mir. Ich weiß nicht, ob er tot Scheiße, ist. Scheiße, hinter mir in den Häusern. Auf Resurrection wartet. Oh, den packe ich mir. Den. Du gehörst nur mir. Schätzchen. Warte, wieso steht hier F to resurrect teammate? Warte, hab ich dich nicht getötet. Hä? Aber ich schieß gerade auf wen. Alter, wieso soll ich denn den Gegner resurrecten wollen? Wieso stirbt der? Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Nein! Okay, ich glaube, es bringt nichts, einfach. Totally accurate battleground. Okay. Ich muss kurz ohne mich klarkommen. Mein Spiel ist gecrashed. Ich hab hier eine Wand. Oh, sie ist weg. Also ihr merkt schon, das Spiel läuft auf jeden Fall fehlerfrei. Meins ist auf jeden Fall gecrashed und ein Crash-Ordner hat sich geöffnet. Ich hoffe, ich kann es wieder starten. Oh, Konstantinato, ich meine, du. Das Spiel sitzt wieder. Ja, es braucht auf jeden Fall eine Minute. Hinten ist ein Gegner. Oh Mann, ich hatte so gute Waffen. Ja, ich hab irgendwie ich hatte so ein fettes Maschinengewehr. Hier ist irgendwo ein Gegner gewesen. Ich bin auf jeden Fall schon mal wieder drin. Kann ich dir einfach nachschauen? Ich war doch gerade einer, oder habe ich. Nein, ich kann dir schon mal nicht blind nachschauen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte dazu: Klar, Server läuft jetzt noch nicht so rund. Spiel ist auch noch nicht so lange draußen. Ein 8-fach-Scope, das könnte ich bestimmt auf meinen Katana bauen. Geht das? Nee. Okay. Und ja, ich weiß, kein Katana, sondern ist immer schwer. Also, ich sag mal so. Es ist ja jetzt nicht unbedingt was Überraschendes, dass es crasht oder so oder verbuggt ist. Aber wenn man sich darauf einlässt oder so, dann macht es schon ziemlich Laune. Ja, vor allem die Matches sind jetzt nicht so lang und es ist jetzt nicht so ernst wie in PUBG, wo man dann irgendwie eine halbe Stunde spielt und quasi nur von der Zone wegrennt und dann bleibt man an dem scheiß Stein hängen und stirbt deswegen. Also man muss das Spiel schon, man darf es nicht zu ernst nehmen und ich glaube, dann macht es schon echt Spaß. Ja, genau, auf jeden das Fall ist es halt. Okay, versuchst du jetzt einfach zu überleben und ich versuche das Ganze vielleicht ein bisschen zu kommentieren. Ja. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich nochmal eine dritte Runde wieder zusammen.
Aber das ist echt schade, weil ich hatte schon gerade einen im Visier, der ist schon weggelaufen. Ich hätte mir hundertprozentig gesnackt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt eine Waffe, die ist zwar nicht die beste. Oh, was soll ich denn hier? Ich nehme mal die als sekundäre. Was ist das denn? Das Ding ist, ich bin halt mega... Weltkrieg. Ja, deswegen, ich wollte jetzt ausprobieren. Ich bin jetzt schon in der Mitte der Zone eigentlich, wenn man jetzt auf meine Karte mal guckt. Deswegen macht es nicht so viel Sinn, dass ich hier wirklich ins offene Feld mich wage. Mach einfach. Ja, okay, gut, wir sind ja nicht lahm. Wir wollen ja hier jetzt was sehen. Genau. Okay, gut, wo sind Gegner? Die Uzi. Oder das Schwert. Uzi, aber Full Auto natürlich. Ach, du wirst aber auch schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Nachladen nicht vergessen. Ich habe leider nichts zum Healen. Achso, Nachladen. Achso, ja, stimmt. Danke dafür. Fehler. Wenn wir natürlich auch die Waffen auf automatisch stellen. Ach stimmt, da muss ich glaube, das war gerade auch ein Fehler von mir. V ist der Knopf. Ich glaube, das hatte ich noch nicht umgestellt. Was sind denn hier die ganzen Gegner? 17 im Leben, die Zone war auch nicht mehr so groß. Ey, du bewegst dich ja. Ah nee, warte. Hä? Hier wärst du mal gewesen, glaube ich. Auf jeden Fall kann ich dir nicht wieder nachjoinen. Was auch irgendwie logisch ist. Ne? Ja. Schüsse. Jetzt könnte ich ja einfach quasi kurz vor knapp beitreten. Und dann ziehen wir. Oder wollen wir einfach nochmal. Hey, komm, ich kill's noch. Hey, komm, bleib jetzt drin. Ich meine, da ist jemand drin. Da einer im Haus. Renn rein und töte ihn mit deinem Katana. Ich hoffe, ich habe ihm wenigstens einen Katana. Oh! Ja. Oh, no! No, no, no! Fuck, Alter, ich habe keine Zweitwaffe. Zweitwaffe. Ganz ehrlich, du bist so schlecht. Du hast es nicht mal ins Spiel geschafft. Ich hab's ins Spiel geschafft. Okay, so, ich invite dich nochmal. Hier mal kurz weggehen, vielleicht vom Rechner, wenn ich ein. Bist du drin? Okay. Ja, bei mir bist du. Ne, du bist nicht mehr. Sehr gut. Ready. So, mach eben neues Outfit. Okay, Konstantin. Wir haben es jetzt unter die besten 17 geschafft. Von 99, muss man jetzt sagen. Mann, wir hätten so weit geschafft. Kann ich. Geh weg. Dieses Mal will direkt mindestens Ärger. Top 10. Der will direkt Ärger. Wo ist er hin? Er will direkt Ärger. Oh, er hat sich mit dem Falschen angelegt. Ich glaube, ich sehe jetzt aus wie Waldo. Wo sind wir denn beide? Ja, wir sind schon wieder. Okay, das ist ein bisschen schade, dass man in der Lobby nicht mit seinem Team mitspawnen, ein bisschen zusammen. Waiting for Players. Da sind noch fünf alive, sind noch fünf Leute gerade drin. Sechs, sieben Leute. Vielleicht sollten wir den Server wechseln. Ja, auf. Ist vielleicht besser. Ja, lass uns Server wechseln, lass mal rausgehen. Denn das ist halt auch das Ding, das Spiel ist klein. Man sieht hier unten, es sind gerade mal 1618 Leute auf dem EU-Server. Scheinbar ist der NA West-Server eingestellt und dann sind es halt wesentlich mehr. Ja, 10.000 Leute mehr, deswegen. Aber es sind halt auch nicht die Megazahlen, ne? Nee, aber das kann man natürlich nicht erwarten. Aber dadurch, dass die Matches an sich so kurz sind, wartet man im Endeffekt dann trotzdem nicht so lange eigentlich. Ja, das ist eigentlich. Man muss halt ab und an trotzdem mal die Lobby wechseln. Ah, hier vorne nicht. Obwohl war jetzt auch das erste Mal, oder? Also ja, das war jetzt das erste Mal. Wir haben es vorhin ja ein, zwei Mal getestet. Und ja. Auf jeden Fall muss ich gleich erstmal wieder in den Gangster-Modus schalten. Ah, man hat hier sogar einen Textchat, das habe ich gar nicht gesehen. Wie? Hallo? Wie chattest du? Viel Spaß. Finde ich dir nicht viel Spaß? Oh, der kriegt auf die Schnauze. Muss er natürlich hier ein bisschen gute Stimmung machen. Wo hast du gechattet? Ich will auch chatten. Sag mir, wo du gechattet hast. Ja, wenn du chattest, dann brabbeln die auch so witzig. Dann meine ich so, bibidi bubidi babidi. Ja, lass mal hier gleich rechts rausgehen zu Leute, oder? Da ist Action, da ist Action. Hier, ich habe jetzt nichts markiert. Aber egal, ich bin bei dir. Rote Häuser. Scheiße, ich bin voll dumm rausgesprungen. Ein Helm. Oh, ich glaube, wir sterben direkt. Fuck. Hey, alles gut, ich habe einen Helm. Ah, Wand. So, hier. Was habe ich aufgenommen? Ich habe irgendeinen Kasten aufgenommen. Eine Beretta. Oh, ich hab fette Waffen. Ich glaube, die können schon mal automatisch schießen. Die schießen nicht automatisch. Hast du Waffen? Ich habe eine Beretta, aber die ist nur das. Da unterm Bett ist was. Unterm Bett ist eine Vector. Ich habe auch eine Vector. Wer PUBG gespielt hat, der wird wissen, eine Vector ist die absolut beste Waffe überhaupt. Eine Tasse. Hallo? Ah, ich habe kein PUBG gespielt. Und ich habe gerade irgendwie eine Wall Grenade. Level 4 Helm, nice. Wo bist du? Lass mal irgendwie zusammen. Okay, ich gefunden. Deinen Namen wieder, aber ich weiß gerade nicht, wie ich zu dir hinkomme. Das ist hier ein bisschen verwirrend aufgebaut, das Ding. Egal, du bist über mir irgendwo. Ich bin hier oben. Warte, da komme ich bestimmt auch irgendwie hin. Okay.
Okay, ich komm zu dir. Hier oben sind auf jeden Fall noch ein Haufen Waffen. Hier sind auch voll viele Typen runtergesprungen. Wir müssen auf jeden Fall. Ja, wir müssen auch mal gucken, wie es auf der Map aussieht. Wir sind schon wieder relativ mittig. Okay, hier liegt einfach eine Granate in der Luft rum. Ich mal einfach mal. Und das ist jetzt auch noch so ein Ding. Die Granaten in dem Spiel, die sind super. Also ihr seht jetzt, ich habe jetzt so ein Global. Ah, da bist du. Also ich hab hier eine Backdoor. Ich will jetzt den Gegner finden und die Granate werfen. Dann habe ich so eine... Ich werf dir einfach so jetzt mal hier. Guck, ich werf jetzt mal die Granate. Ich will auch gucken. Wow. Okay, es gibt wesentlich interessantere Granaten. Ich habe natürlich die schlechteste geworfen. Bam! Ich habe einen gekillt! Was? Wo? Der stand auf einmal vor mir. Du musst schon sagen, wenn Gegner da sind. Ja, soll ich erst Bescheid geben? Der hat krasses Zeug. Der krasses Zeug? Okay, lass looten. Boah, Alter, hat der krasses Zeug. Ich guck mal, ob ich hier ein bisschen snipen. Ich habe mir einfach mal alles schnell genommen. Aber dann ist der Kollege von ihm bestimmt auch in der Nähe. Ja, deswegen. Ganz ehrlich, der hatte gar keine Chance gegen mich. Okay. Bist du das da vorne? Zum Glück. Hier oben, oben auf dem Geländer hier irgendwo. Oben auf dem Geländer hier? Der schießt auf mich. Oh nein, oh nein, oh nein. Irgendwo oben auf dem Geländer. Da, ich hab ihn. Da ist er. Warte, ich schieße auch auf ihn. Ich bin gedownt worden. Ganz ehrlich, ich kann dich nicht immer retten. Habe ich hier irgendwie so... Du hast mich noch nie gerettet, Mann. Stun Grenade habe ich. Kannst du nicht... Ey, Junge, kannst du mich... Der ist da nicht mehr. Oder? Du weißt es nicht. Doch, da hinten, da ganz hinten am anderen Ende ist er. Krieg hier hinter. Ja, ja. Oh, ich komm zu dir. Ich bin so langsam. Das ist... Wie helfe ich dir denn? Helping friend F. up. Ah, okay. Mein Leben fühlt sich auf... Drück mal F. Ich hab's auf E gelegt. E ist besser. Okay. Aber das wissen nur die Vollprofis. Okay. So, hast du Equipment? Oh shit, Alter, hast du was zum Heilen dabei? Oh nein, okay, ich habe ein Medkit, alles gut. Ich habe auch eins. Brauchst du noch eins? Ja, wie viel bin ich das jetzt? Rechtsklick. Ey, kann immer jetzt nicht funktionieren. Also ihr merkt, das Spiel ist auf jeden Fall vollkommen ausgereift. Brauchst du noch eins? Warte, ich aktiviere meins auch mal eben. Nee, ist okay. Ich brauche vielleicht noch einen Energy Drink oder so. Ah, da. Wir müssen eben eine Sekunde warten. Also da hinten ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug von dem Typen. Ja, aber an sich bin ich eigentlich ganz groß. Also ich habe einen Vierer, ich habe einen Sniper, also ein Vierfachvisier, ich habe einen Sniper. Echt? Ich habe gar keinen Visier, glaube ich. Ich habe eine automatische Waffe. Ich habe so eine komische War Grenade. Die werfe ich gleich. Ich werfe mal eine War Grenade. Ah, hier ist eine. Ja, werf die mal hin. Die macht nämlich so eine Wand, dann bist du ein bisschen geschützt. Ich bin schon wieder drin. Okay, du hast mich gekillt? Nee. Ich habe dich nicht gekillt. Also, du hast... Ah, okay, ich habe schon gedacht. Ja. Los, hol ihn hier. Ja, er ist flink. Ja, wirf sie hin. Nice, zur Deckung. Das meine ich, also es gibt ziemlich viele coole Granaten im Spiel auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen sehr gut. Wo ist der? Da unten, der lootet mich. Der wollte mich looten. Der Pisser, Alter. Ich kann sowas nicht. Oh, ja. Komm, hol ihn hier. Ja, du nice, kleine Bitch, hol mich schnell, du. Schnell. Ja, ich bin noch kurz im Leben. Oh, schnell! Du bist tot. Wie, ich bin tot? Du bist tot. Bei mir ist noch so ein bisschen Leben. Nee, bei mir nicht. Du bist tot. Akzeptier's. Zum Glück hast du meinen High Five nicht akzeptiert. Ja, ich wollte dich noch retten. Das High Five steht über allem anderen. Letztendlich hast du keins von beiden bekommen. Ich kann mich aber hier trotzdem noch bewegen. You are downed. Vielleicht buggt das einfach und ich kann nicht trotzdem noch. Das kann sein. Naja, es scheint einfach wie üblich einfach wieder rumzubuggen. Ist die Vector gut? Nee. Was hast du nur so? Das Skal ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und die Kalk ist halt eine dicke Sniper. So, Stun Grenade kommt auch. Setzt auf jeden Fall noch einen Level 4 Helm auf. Level 4 Helm. Und ansonsten, ja, Smoke habe ich auch noch. Oh. Wir sind schon in den besten 15, ist schon nicht so schlecht. Besten 10 haben wir uns vorgenommen, ne? Ja, bis zu 10 war unser Ziel. Guck mal auf die Map. Oder was ich kann. Oh ja. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, was nämlich besonders ist hier. In die richtige Richtung? Außerhalb der Zone erhält man hier keinen Schaden, sondern ihr seht hier. Ja, okay. Das ist ein bisschen, da, diese komischen riesigen Klötze da. Die da sind. Und die trampeln mich tot. Nee, die schließen sich einfach mit der Zeit. Oh. Du hast jetzt nur die Chance reinzukommen, aber die verbreitern sich immer mehr und gehen immer enger zusammen. Und dann kommst du einfach nicht mehr rein und dann bist du tot. Kann ich mal irgendwie sich ein bisschen langsamer bewegen? Nee.
Deswegen, ich weiß nicht, du könntest schauen, ob du irgendwas. Aber du könntest doch reinschauen. Ja, ich schaff safe auch rein. Sobald die halt dort angekommen sind, verbreitern die sich. Ach so, und dann werde ich quasi ausgeschlossen. Genau, und dann bist du ausgeschlossen und dann bist du nicht mehr drin. Du hältst keinen Schaden, wenn du außerhalb bist. Lauf ich mit kleineren Waffen schneller? Oh, da hinten bewegt sich. Das weiß ich nicht. PUBG ist es. Oh ja. Vielleicht ist es doch erstmal ein bisschen. Oh, ich hab ihn getroffen, oder? Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Ich behaupte einfach, dass ich ihn getroffen habe. Er hat gewackelt. Aber eigentlich wackelt hier alles. Komm schon. Bullet Drop scheint hier auch auf jeden Fall. So, nice. Swaggin getötet, die kleine Bitch. Das war gut, das war gut. Okay, Top 12 sind wir schon mal. Alter, ich bin einfach Scharfschütze. Ja, das ist spannend, Mann. Was? Ja, jetzt gehen die Wände zu. Gleich schießt bestimmt einer von denen auf mich. Oh, da vorne am Haus, der fühlt sich sicher gerade. Geh mal lieber auf den jetzt, ne? Yes, ja, Mann! Ah, so. Schon 4 Kills, holy shit, Alter. Alter. Ich glaub, stell dir mal vor, ich hätte einen guten Partner gehabt. Ja, ja. Du hast dich gesplittet, Mann. Du hast gesagt, du bist da und warst nicht oh, da. Oh nein, oh, 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 oh nein, mich oh nein, quetschen oh lassen. Oh. Okay. Ich schieße auf ihn an, dass du Spaß. Was ist denn da für eine Scheiße? Wie ducke ich mich? C müsste es sein. Was hat der für eine... Oh. C und ich glaube Z. Der hat eine viel größere Waffe als ich. Oh, damit rechnet der nicht. Oh ja. Was ja. Tun die da so rum? Das ist auf dem Zaun rum. Oh ja, da. Sehr gut. Oh, Kons, wir sind in der besten 10. Da links, jawohl. Da links. Okay, D. Oh shit, ey. Hol nachladen. Oh, kacke, ich glaube, der kann mich immer noch sehen. Komm schon, kann man hier durch Wände schießen? Weißt oh, noch, du das? Noch sieben. Komm, du holst das. Wo ist der? Da im Fenster. Doch. Hä? Da links. Oh, jetzt muss ich mich wieder an die Jurassic World Zeit zurückdenken, wo ich absolut verkackt habe, irgendwas zu treffen. Was ist das denn? Was macht der da? Keine Ahnung. Wie soll ich den treffen? Ich weiß nicht, ist der vielleicht tot? So wie ich vorhin? Und oh nein. Oh, ja, oh auf nein. Jeden Fall solltest du ein bisschen in Deckung gehen. Du bist in 6, die Zone ist recht eng und du stehst da mitten offen rum. Aber hat ja auch lang funktioniert, oder? Ja, hast du noch irgendwie. Oh, den hab ich getötet. Oh, du hast ihn getötet. Der ist down auf jeden Fall. Man muss auf Nummer sicher gehen. Alter, wie der kann noch revived werden von seinem Kumpel. Das heißt, er sieht dich ja auf jeden Fall und kann mit ihm kommunizieren, dass du da bist. Was? Hör auf mich zu. Ah, da. Oh, Konstantin. Hol ihn hier. Ja! So gut. Okay. Komm. Hör auf, dich zu bewegen. Nee, ich glaube, das funktioniert im Spiel nicht, Leute. Ja, okay. Upsi. Wo sind sie? Oh, ich habe auch nur noch 19,5. Da war einer. Ein Sniper-Schiss, ja. Da ist er. Oh, scheiße. Der will ihn hochholen. Oh, der hat ein Messer in der Hand, Der will dich. Oh shit. Oh nein. Oh, Konstantin. Oh, aber. Unter den besten 5. Nicht schlecht. Und das ist fast kleine im Alleingang. Wichser, holy komm, shit, ey. Kommt von hinten angeschlichen. Okay, wir haben es jetzt geschafft. Top 5. Ich glaube, besser wird's nicht mehr, jetzt, oder? Jetzt wird das Chicken Dinner geholt. Okay. Warte, ich mach eben, wenn du mal close ist. Jochen, was nochmal heißt in dem Spiel hier? So, geht's. Jetzt sind wir warm. Nochmal also, konzentrieren. Sniper scheint schon mal relativ gut zu sein in dem Spiel. Ja, auf jeden Fall, vor allem ohne den Bullet Drop. Du hast den ja auf vor allem, wir 10 Kilometer Entfernung. Zu zweit drin. Ich glaube, wir können wieder einen neuen Server suchen, oder? Ja, lass mal ein paar alive. Sekunden warten. Okay. Vielleicht doch nochmal jemand joint. Ist ja völlig random. Ja, komm, lass einfach rausgehen. Gerade irgendwie 40 Leute drin und jetzt auf einmal 2. Ja, okay. Das ist halt bei einem kleinen Spiel so. Aber wenn natürlich ihr jetzt alle umsteigt auf Totally Accurate Battlegrounds von PUBG, dann habt ihr natürlich volle Server. Dann müsst ihr auch nicht mehr warten, bis ihr nicht mehr rausgelassen habt. Das ist natürlich jetzt das Ding, da seid ihr gefragt. Wollt ihr, dass dieses Spiel Erfolg habt oder wollt ihr, dass dieses Spiel keinen Erfolg habt? Sind euch diese 5 Euro
wert, dass es vielleicht ein bisschen mehr Konkurrenz gibt auf dem Markt. Und vor allem müsst ihr auch gucken, wenn sich das Spiel jetzt gut verkauft oder auch ein anderes, dann muss PUBG nachziehen. Dann wird PUBG vielleicht wieder besser. Weil momentan scheißen sie ja ziemlich gut auf die Spielerschaft. Deswegen, wenn ihr wollt, dass PUBG besser wird, spielt einfach was anderes. Das ist so die Devise. So, hier, komm. Ja, komm, gib doch jetzt mal zusammen. Ich würde es eigentlich auch gerne mal irgendwo einsehen. Ich glaube, der wer ist mit seiner blauen Hautfarbe. Ich habe noch nicht gefunden, wie man die umstellt, wenn ich ehrlich bin. Also ja, aber wie man die Hautfarbe umstellt. Nee, deswegen habe ich auch nicht. Also, weil die Kleidungsstücke ja, aber die Hautfarbe an sich. Vielleicht haben wir uns auch einfach beide nur super dumm angestellt. Wahrscheinlich. Der kämpft wie ein Anfänger. Du weißt auch, auf Umschalt ist Rennen. Ja, ja, das... Okay. Ich bin gerade Fünfter geworden, Kai. Wem versuchst du, vielleicht wärst du Erster geworden, wenn du gerannt wärst. Oder wenn ich nicht... Wo wollen wir hin? Okay, Wollen wir mal gucken, ob wir auf die Brücke abspringen können? Auf die Brücke? Aber auf der Brücke ist wahrscheinlich kein Loot. Wir könnten aber hier hinten mal zur City gehen. Lass mal zur City gehen. Okay. Was soll man das ist? Da relativ weit erst noch mit dem... Warte, du bist schon dort. Gut. Nee, ich bin noch nicht dort. Wieso steht du bist bei mir dort. Du bist bei mir. Was? Hä? Naja, da springen viele ab. Oh, Jutta. Oh, das ja. wird eine Party. Das wird lustig. Komm. Ich springe raus. Ja, ich gehe auch raus. Kann ich irgendwie fliegen? Okay, das war schon mal... Oh, direkt neben mir sind welche. Direkt neben uns ist einer gelandet. Direkt neben uns? Ja. Okay, dann lauf einfach weiter. Hier vorne ist eine Scheune, da ist bestimmt was drin. Ja. Da ist ein fucking Stein in der Scheune. Was ist das denn? Oh, da ist ein Dude. Oh nein, er hat ein Schwert. Ich lauf. Ich komm zur Hilfe, wo bist du? Ich lauf weiter Richtung Stadt, weil hier an der Scheune, die war versperrt mit einem fetten Stein und ja, innen drin war ein Dude mit einem Schwert. Versuch mir irgendwie entgegenzukommen. Nee, ich lauf Richtung Stadt. Komm du auch Richtung Stadt. Hier ist kein... Ah, du hast eine Waffe? Hast du zwei? Scheiße, ja, ich hab zwei. Okay, ja, dann komm ich zu dir. Dann drop mir mal eine. Oh, hier ist auch schon einer. Oh, das ist der. Er hat ein Schwert. Ach, den treffe ich nie. Drop mir schon mal eine Waffe. Den treffe ich niemals. Ins Menü gehen und dann einfach rausziehen. Und zieh ich am besten noch ein bisschen Munition das dazu. Geht nicht. Geht nicht? Rechtsklick, Linksklick. Oh. Okay, geht nicht. Oh nein, ich glaube, mein Spiel ist schon wieder gecrashed. Okay, dann lass. Ich glaube, du musst wieder alleine klarkommen. Das Spiel ist schon wieder gecrashed. Ja. Scheiße, okay. Oh, es ist so enttäuschend. Oh, das ist richtig schade. Wir haben noch keine gute Runde. Also, doch, du hattest eine gute Runde. Ja, aber wir hatten noch keine zusammen. Das ist so traurig. Okay, komm, bevor wir das jetzt hier in die Länge ziehen, quitt ich nochmal und gestartet. Wir joinen direkt nochmal neu. Okay, ja gut, dann machen wir es so. Aber das braucht wieder eine Sekunde bei mir. Ja. Da muss man natürlich so ein bisschen gucken, dass man darüber hinwegsehen kann bei so einem kleinen Spiel. Für 5 Euro kann man ja... Da weiß ich auch nicht, ob es nicht einfach an meinem Rechner liegt, weil dir ist das ja zum Beispiel noch nicht passiert. Ne? Ja, das stimmt auch wieder. Also es kann natürlich auch sein, dass irgendwas mit dem Rechner ist. Ich weite dich wieder. So. Yep. Und du bist drin. Bei mir machst du einen Spagat. Wo hast du die geile Walrosskäppi? Die hatte ich gar nicht. Weiß ich nicht. Ich krieg einfach die ganze Zeit nur Randomize. Okay. Obwohl das kann sich auch. Okay, jetzt habe ich einen Elchhelm. Also einen Skeletthelm. So. Okay, vielleicht finden wir noch einen im Adidas-Anzug, der coole Musik hört. Ich habe immer noch nicht auf Gangster geschaltet. Oh, scheiße, deswegen sind wir noch nicht erst Das geworden. Ist die absolute... Ja. Hier ist wieder einer am Adidas-Anzug. Oh ja. Ist wieder einer am Adidas-Anzug, der ist auch blau. Das sind vielleicht zwei. Sind doch einfach alle Feinde blau. Das kann sein. Das ist schlau. Das ist schlau, Mann. Also, weil die hier sind Er holt Hilfe, wo ist mein Partner? Egal, ich nehm's mit beiden auf. Das sind zwei, ich nehm's mit beiden auf, ich brauch dich nicht. Die haben das Spiel auch nicht verstanden. Ne? Ich brauch dich nicht. Die hören leider auch keine Musik. Wollen wir direkt hier im Industriegebiet abspringen? Ich weiß nicht, ist hier was? Du kannst auch gerne mal was markieren auf der Karte. Wie markiere ich? F, ne? Ja. Also hast du jetzt was markiert? Ich drück die ganze Zeit F. Ja, da. Markiert er was? Okay. Ich drück einfach ja, ich bin hier bei den Lagerhallen. Ich hab einfach nur aus Spaß F gedrückt. Ich bin auch wohl schon abgesprungen. Mist, das war nicht so cool. Ich bin bei den Lagerhallen, hier liegt auf jeden Fall schon ein bisschen was. So. Was ist das denn? Oh, bei mir ist ein Gegner. Also ich bin genau bei der Markierung. Und ich hab hier nur so eine Piratenpistole. Ja, dann töte ihn mit deiner Piratenpistole.
Das ist aber jetzt. Du musst auch mal dahin gehen. Ja, ich bin da runter. Du hast es markiert. Ich bin direkt. Ich war direkt neben meinem markierten Pfeil. Wenn sich die Markierung ändert, dann kann ich da auch nichts für. Also hier sind ein paar Gegner. Ich glaube, man kann, wenn jemand auf dem Boden liegt, den nicht noch weiter schädigen. Weil die laufen alle an mir schon wieder vorbei. Ich habe mir eine Waffe geholt und jetzt komme ich und rette dich. Ja, schnell, Mann. Ich bin schon fast down. Kannst du mal langsamer sterben? Oh, hier hat sich auf. Oh, hier ist auf einmal ein Zaun aufgeploppt. Konstantin, wir eilen dich. Komm. Ich komm, ja. Schnell. Nice, okay. Alter, ich bin so ein Held. Die Runde wird's. Ich hab's im Blut. Puh. Okay. Ist doch alles gut. Ich hab eine Pistole. Hier liegt auch noch eine Waffe. Du übersiehst ja das Beste. Ich hab zwei Pistolen. Das droppt man alles, wenn man stirbt. Und ich hab einen Schienbeinschoner oder so. Ach ne, das ist ein Level 1 Helm. So, ich habe halt keine Munition zum ganzen Scheiß. Hier ist ein Crossbow. Keine Ahnung, ich kann es auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht genau, wie man das tut. Kacke, glaube ich. So. Aber andererseits, es gibt hier auch Steinschlusspistolen. Also, wie scheiße kann schon ein Crossbow sein, oder? Ich nehme einfach meinen mit. Kann ja nicht schaden, oder? Was ist denn du hier? Da, ja. Was liegt denn hier noch? Hast du einen Heal irgendwo gefunden? Ah, ne, Pistole. Nee, habe ich nicht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber mal ins nächste Haus, oder? Nächste Haus. Und Pistolen sind hier. Oh, hier oben ist noch was. Wie kommt man da hoch? Ah, 40 Muni. Wo bist du? Läufst du jetzt hier hoch? Hier sind krassere Waffen. Ich habe eine M16. Okay, oh, die ist gut. M16 ist gut. PUBG auch eine meiner Lieblingswaffen. Wir spielen aber eine scheiß PUBG. Ja, aber ich meine, die ist bestimmt nicht scheiße. ich habe eine Bandage. Du hast eine Bandage. Oh, geiler Scheiß. Ich komme zu dir. Hoffentlich kann ich dir die irgendwie. Oh, eine Tommy. Das ist in PUBG eine meiner Lieblingswaffen. Tommy Gun? Das war ein Witz, ich spiel kein PUBG. Hier ist auch ein Level 1 Helm. Hast du mich geliebt? Hast du mich geliebt? Ja, ich komme ja schon zu dir. Okay. Das wird eigentlich alles so blau. Ja. Ja. Okay. Hier ist auch noch. Drop mal hier die Bandits. Okay, ich muss mir eben die gute Waffe nehmen. So. Ich weiß nicht, wie ich die drop. Kannst du nicht nach links rausziehen vielleicht? Nice. Nach links rausziehen. Okay. Warte, ich gebe dir nochmal Level 4 Armor. Weil du brauchst es eher gerade, oder? Ich habe dir eine Level 4 Rüstung gegeben. Okay, wenn du es nicht haben willst, nimm es schon. Oh, hier sind auch Bandagen. Aber an sich ist es schon schlauer, wenn derjenige, der nicht fast tot ist, vielleicht. Oh, eine krasse Sniper. Oh, Jutta. Geil. Oh, lecker. Okay, die Runde wird's. Und jetzt echt, hier ist auch noch jetzt noch 7er Muni für deine AK. Eine Granate. Boah, ich bin so heftig ausgestattet. Ey, du hast doch gerade 5er Muni aufgesammelt, oder? Was habe ich aufgesammelt? 5er Muni. Weil du hast eine AK, die braucht 7er. Hier ist ein Papagei. Ich habe keine AK. Doch, jetzt habe ich eine. Hier ist ein Papagei am Rohr. Habe ich jetzt nur einen Papagei? Ist das eine AK? Nein, das ist keine AK. Kannst du den töten? Bei mir ist er. Ach nein! Wie geil! Damit kann ich um Ecken gucken. Was? Ja, warte. Guck. Was? Wie geil! Wie geil ist das? Schieße ich dann auch noch da oben oder ist es nur zum Gucken? Ich hab eine geile Granate. Wie geil ist das denn? Brauchst du noch Bandagen? Nee, aber hier ist auch noch ein Level 2 Helm, falls du noch keine hast. Ich hab eine Dummy-Granate. Oh, die ist geil. Damit schießt du nämlich quasi. Und ich hab eine heftige Sniper. Damit schießt du quasi einen von uns nach vorne. Also ein Decoy. Wie ist das? Ja, so eine Attrappe. Ködergranate. Genau, so eine Attrappe schießt. Wollen wir mal irgendwie weiter? Oh, wir sind auch ziemlich weit außerhalb der Zone. Lass mal Richtung Zone schwimmen. Okay. Die Runde wird's. Ja. So. Warte, ich sammle hier nochmal ein bisschen Muni ein und so. Eigentlich ist so eine Schnellschusspistole auch besser, ne? Ja, und auf Multischuss natürlich. Ja. Da hinten ist einer. Oh, scheiße. Nein, ich hab. Sag die Zahl. 227. Scheiße, ich habe meine gute Sniper aus Versehen weggeworfen. Ist denn neben dem roten Container? So. Eventuell? Warte, ich musste eben meine Sniper wiederholen, die habe ich gerade aus Versehen weggeworfen. Ah, das ist schon praktisch mit diesem Rohr. Also das ist schon ziemlich geil, was es hier für Aufsätze und so gibt. Wenn man natürlich mal dazu kommt, weiterzuspielen. Ich habe eine mit Schalldämpfer. Ich habe auch geil. Nice. Was ist das? Schalli ist super. Oh, wieder 200. Scheiße, ich hab daneben geschossen.
190, 100, 200, 180. Okay. Jagen wir den? Ja, lass ihn jagen. Hier war gerade das übelste Gemetzel. Wir können uns auch erst hier eben mit irgendwas Coolem eindecken. Wir sind aber außerhalb der Zone, Junge. Okay. Wir müssen in die Zone gehen. Scheiße, das schaffen wir nicht. Oh nein, wir verrecken jetzt nicht einfach in der Zone. Das wäre jetzt richtig bitter, weil die ist nämlich auch fast zu. Oh, Kacke. Wir müssen richtig beeilen gerade. Holy shit. Zaun. Ah, nein. Irgendwer schießt auf mich. Okay. Es hat nur gebuggt und es sah so aus, als wäre jemand vor mir, aber es war ich selbst. Okay, aber auf mich schießt hier irgendwer. Nee, ich habe drauf geschossen. Nein, auf mich schießt irgendwer anders. Ach, auf dich schießt jemand. Was verstehst du unter auf mich schießt? Ich hab halt gedacht, du hast Schüsse gehört und die Schüsse kamen halt mir. Da vorne ist jemand. Ja, da vorne an dem Stein Richtung 195. Aber lass erstmal in die Zone kommen. Weil das geht ja gleich ratzfatz, glaube ich. Okay, Oh fuck, hier sind viele. Oh scheiße. Ich komm. Ich bin tot. Oh nein. Und das Scope wird das halt auf die Entfernung ein bisschen schwer. Der ist oben auf dem, da sind zwei und der eine hat ein Schild. Oh, wie gemein. Oh ja, einer schießt auf mich. Hol sie dir. Ich habe auch nicht so viel Muni, fällt mir ganz auf. Hol sie dir, scheiße, der steht direkt da. Oh, da hat er echt ein Schild, der Dude. Ich halte ihn fest. Du hältst ihn fest? Oh, no. Okay, das war vielleicht nicht so schlau, so lange da vorne ungedeckt rumzustehen. Sehen die eigentlich mein Rohr? Weiß ich nicht. Dass das da über den Stein rausragt. Okay, du musst alleine überleben. Geh ohne mich. Aber ich habe es noch in die Zone geschafft. Ich bin tot. Ach was, du bist auch tot. Wie enttäuschend. Okay, ich würde sagen, wir haben einen guten Einblick erhalten. Es gibt viele kreative Sachen im Spiel, was es sonst nicht gibt in anderen Schulen. Ja, es ist vor auf jeden Fall super unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt vier Leute wären, wäre es nochmal wesentlich witziger. Zu zweit macht auch schon Spaß auf jeden Fall. Sinker zu runden ist gut, wenn man mal was zum Zwischendurchspielen braucht. Ich glaube, es ist jetzt kein Ersatz auf Dauer. Nein, ich glaube, es wird auch relativ schnell langweilig und frustrierend, wenn man aufgrund irgendwelcher... Ja, irgendwelcher Bugs rausfliegt. Ja, genau. Aber wie gesagt, das Spiel ist relativ neu. Es ist von einem Dude, glaube ich, auch alleine programmiert. Ähnlich wie jetzt das, was jetzt kommt. Und zwar habe ich noch mitgebracht als zweiten Ersatz Surviv.io. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir denn noch? Kann mir das die Regie vielleicht einmal sagen? Schaffen wir noch? Dann spielen wir auf jeden Fall noch eine Runde Zeit. Ich bin jetzt anscheinend Chef hier. Bist du schon drin? Das ist jetzt, Bist du Eggernförder? Oder ich bin Eggernförder, genau. Ja, komm, spielen wir einfach mal. Ne? Man sieht, das geht direkt los. Keine Lobby, kein nix. Es sind 73 am Leben. Es ist aus der Top-Down-Perspektive. Es sind Browser-Games, das heißt, du musst nichts runterladen. Ja. Läuft auf jeden Rechner, in jeden Browser eigentlich. Ich hab schon mal eine Waffe. Da ist ein Gegner. Wo? Hier in dem Haus. Oh, der ist gefangen. Ja, der hat auch noch nichts Gutes. Aber ich auch nicht. Der gehört uns. Wir sind zwei. Da, unter dem Busch versteckt er sich. Das ist nämlich so eine Eigenheit von dem Spiel. Was? Wie hast du den gesehen? Hinter uns. Okay, und ich habe jetzt auch einen Scope aufgesammelt, deswegen ist bei mir der Bildschirm so ein bisschen rausgesucht. Komm, ja, wie er den Boden kriegt. Ich will, ja, ich hau ihn. Um ihn zu demütigen. Und ihr seht, es gibt ja diese Vierecke, das sind eure Munition. Ihr müsst einfach nur gucken, welche Farbe braucht eure Waffe. Und dann sammelt ihr halt die entsprechende Munition auf. Also ich hab 0. Ja, ich bin auch voll beladen. Und 11. Egal, ich hab ihn gerade mit meinen bloßen Händen getötet. Lass mal auf die Map gucken. Okay, wir sind auf jeden Fall drin. Okay, ja gut, jetzt. Innerhalb der Zone. Da hier habe ich schon 30. Ich nehme mal eine Pistole. Ich hab eine Waffe gefunden. Sogar mal ein bisschen mehr als nur schießt. Die sollte ich nicht nehmen. Wo bist du? Ich habe auch eine Granate, ne? Ach, da unten ist der Eingang. Es ist ein bisschen schwerer, hier immer den Überblick zu behalten. Und der Top-Down ist mit Top-Down. Die Zone schreitet voran in 1 Minute und 5 Sekunden. Ja, ist eigentlich ganz gut drin. Ja, dann nicht. Also, ich habe jetzt schon 3 Granaten hier, ne? Schau mal, dass du irgendwo auch mal einen Helm findest. Hast du Waffen? Ja, ich habe eine MP5 und eine M870. Ich laufe dir einfach hinterher, ne? Ja, wir gucken einfach mal, dass wir hier irgendwas ein bisschen Loot finden. Nein, die wollte ich nicht. Die Minimap ist hier ein bisschen kryptischer. Aber man sieht hier diese braunen Vierecke auf der Minimap. Ja. Das sind Kisten, da ist Zeugs drin und die grauen Sachen sind Gebäude oder Container, so wie der hier. Und da ist auch manchmal Zeugs auf falscher Seite natürlich. Das sieht gelootet aus.
Ich fände es ja cool, wenn der Partner ein Gebäude reingeht. Oh, hier ist ein Scope, hol dir mal das. Dann zoomt nämlich dein Bildschirmstück raus und du siehst dadurch logischerweise mehr. Ach, geil. Ja, das ist echt praktisch. Wenn der Partner in ein Gebäude geht, dass man da auch reingucken kann. Kann er mal aufhören, auf uns zu schießen? Das wäre natürlich praktisch, aber ich glaube, das würde natürlich ein bisschen den Realitätsanspruch nicht gerecht werden. Oh nein, Fehler beim Anzeigen dieser Website. Also irgendwie willst du bei mir gar nicht. Was ist denn los mit dir? Also das ist wirklich armutszügig, wenn dein Rechner nicht mal ein Browser-Game packt. Oh, hier scheiße. Eigentlich lief das bei anderen Spielen immer ganz gut. Warte mal kurz, ich muss mich kurz konzentrieren, weil das sind Leichen ohne Ende. Und ich glaube auch Gegner, weil ich habe schon Schüsse hier auf mich gesehen. Aber du musst wieder das Team stark repräsentieren. Ich verstecke mich mal hier ein bisschen im Busch, weil ich bin hier so gut wie unsichtbar quasi und ziehe noch so ein bisschen mein Lieber. Und jetzt aus dem Hinterhalt. Schön daneben. Töte ihn. Ich wechsle hier mal auf meine andere Waffe, die ist ein Sniper, mir ist egal. Töte ihn, du hast auch noch Granaten. Da. Oh ja, die Granaten. Oh, ach so, warte, das ist eine Shotgun, die ich da habe. Granate. Halt länger gedrückt, dann ist das genau unter dir. Oh. Ach, da bin ich. Ach, das bist du, ja. Ja, nee, irgendwie bin ich da nicht. Okay. Oh Mann, ey! Ich treffe hier nix. Töte ihn! Ich finde das Zielen in dem Spiel ist wesentlich schwer. Oh. Ganz ehrlich, da fehlen mir die Worte, wenn ich dich spiele. Es ist unterste Schublade. Ey, keine Ahnung. Ich komme nicht damit klar, dass ich hier mehr als 5 Frames habe. Der scheint noch nicht gecheckt zu haben. Dass du disconnected bist, genau. Also zu Hause, wenn ich Shooter spiele, mein Rechner, da habe ich nur so ca. 5 Frames. Also, eigentlich geht es bei mir immer ganz gut, aber momentan... Ja, du bist disconnected, weil du bist so immer noch... Nee, achso, ich hab dich gekickt jetzt. Oh. Ich glaube, dieses X bedeutet, dass du disconnected bist. You were kicked from the team. Ich wurde rausgeworfen. Kannst du wieder joinen? Ja. Teamlink oder Entercode? Hashtag 1SOA. S-O-A. So, sieht man auch. Nein. Jetzt können wir wieder spielen. Gut. Und sind direkt drin. So. Lass mal gucken, dass wir jetzt so ein bisschen mehr jetzt auf die Gebäude gehen, weil das so meistens scheiße, ich liege auf dem Boden. Ich hab ne Mine kaputt gehauen. Kannst du mir helfen? Ja, bitte hilf mir. Bitte. Woher soll ich wissen, dass das eine Mine ist? Hilf mir! Gut, weil ich so nett bin. Was ist das? Das blinkt rot. Draufhauen. Ganz ehrlich. Oh Mann, ey. Junge. Du bist ein Arsch. Rote Sachen in Videospielen sind tendenziell explosiv. Rote Sachen sind auch immer interessant. So, okay, ich habe jetzt eine Shotgun und eine MP5. Ich habe auch eine, ich habe halt nur ein bisschen wenig Leben. Das ist schon ganz okay. Was hat der hier für eine Waffe? Oh, hier drüben ist eine große Lagerhalle. Da ist eine Nuklearkiste drin. Die hatte ich noch nie. Wo bist du schon wieder? Ich bin einfach nach links in das nächste Gebäude gegangen. Und du wunderst dich, dass in irgendwelche Granaten Was ist denn dieser... Wow, es war ein Rucksack in der Nuklearkiste. Und ein Zweierscope. Was ist das hier? Was habe ich hier kaputt? Die kannst du nicht kaputt hauen. Ach so. Aber hier nimm dir mal einen Scope. Kann ich zweimal einen Zweierscope? Item? Nee. Du brauchst so ein größeres Scope einfach. Das ist noch ein Zweierscope. Wow, diese Nuklearkiste war so super. Denn es gibt so Sowjetkisten zum Beispiel. Das haben wir uns sicher drauf. Oh, shit, die Zone. Scheiße. Holy shit. Lauf. fuck. Wo müssen wir hin? Ja, einfach Richtung in die wir laufen. Oh, da unten war ein Gegner. Yes, ich habe ihn gekillt. Oh, ich brauche unbedingt Medi. Oh ja, du kannst ja auch Skins einsammeln, so wie ich. Ich bin jetzt rot, also ich super unauffällig. Ich bin rot. Es gibt nämlich auch zum Beispiel so ein Grün. Oh no. Das ist... Wie habe ich den einen gut getroffen? Tötung, null. Ich muss auch sagen, ich komme dem Zielen hier überhaupt nicht zurecht. Ja, komm, jetzt... Komm, auf jeden Fall. Erstmal hier direkt ein Viererscope nehmen. Du musst auch aufpassen, die Bäume, wenn du jetzt an die drauf klopfst, sieht man bei mir, die werden kleiner und verschwinden noch irgendwann. Ich habe Soda erhalten. Soda? Ja, das ist, um dein Leben auf Maximum wieder zu bringen. Wie setze ich die Dinger denn ein? Du hast rechts von dir einfach dein Inventar, die Leiste, und dann einfach draufdrücken. Schwarze Moment. Das ist crazy. Schwarze habe ich auch nicht gesehen. Desert Eagle, geil. Hier ist ein Zweierscope. Oh, da sind schon welche. Oh, scheiße.
Okay. Hab ich. Du gehörst nur mir, Freundchen. Cool, ja, bei dir schießt schon her. Ja, ich schieß. Oh, ja. Oh nein. Oh ja, ich schieß auf ihn. Ich schieß auf den Gegner. Ich bin wieder raus. Du bist schon wieder raus? Ja, mein Rechner scheint keinen Bock zu haben, dass ich Battle Royale Spiele spiele. Ja, irgendwas scheint da. Oh, er hat dir die Granate direkt in den Kopf gehauen. Vierfach. Das ist ein bisschen besser. Umso besser, dass du heute mit dabei bist. Oder auch nicht. Ja, eine normale Pistole gegen Akimbo, wie da eine sie hatte. Und ja, komm, wir versuchen es einfach nochmal. Aber noch? Haben wir noch Zeit für einen Versuch an die Regie? Okay. Sehr gut. Können wir jetzt so spielen? Oh, wir sind direkt neben der Sowjetkiste gespawnt. Da sind die guten Waffen drin. Oh, sehr gut. Nimm du einfach mal alles wieder. Level 2 Helm. Die guten Waffen. Zwei Rucksäcke und ein Helm. Ich hab mir wow, danke Spiel. Dankeschön. Fast. Oh nein, da schießt schon wer auf mich. Scheiße. Schießt jemand? Okay, warte, ich komm zu dir. Ich schlage mir schnell das Klo kaputt. Ich bin so am Arsch. Der hat mich. Ich schlage schnell das Klo kaputt. Das ist nicht manchmal gutes Zeug. So. Ich renne einfach weg. Oh, er ist so dumm. Er hat jetzt eine Nuklearkiste, aber. Er ist eh nur scheiße drin. Okay, ich komm zu dir. Kacke. Der ist hier, der ist in dem Gebäude. Wenn du noch Waffen brauchst, da oben rechts in dem Haus. Willst du dich mal vor das Gebäude campen? Also hier in dem. Oh, da ist der nächste, das ist der nächste. Aber ich hab Rüstung. Boah, dann hau ich so auf die Schnauze. Ja, oh, der hat eine Waffe. Oh. Du schießt durch die Tür rein. Achso, warte. Jeff sich natürlich dann nicht vor die Tür stellen. Waffe. Egal, ich hab auch eine. Los, töte es! Ja, ich hab einen ausgenockt. Nice. Komm, Sturm. Jetzt rein. Ist alleine. Ich bin tot. Ah, ich muss noch laden. Ah, da kommen zwei andere. Nein. Wir sind so schlecht. Wir haben eine Minute überlebt. Eine Minute und 13 Sekunden haben wir überlebt. Okay, wir brauchen eine kurze Besprechung. Das ist so ein Armutszeugnis. Was machen wir falsch? Was machen wir anders beim nächsten Mal? Ich würde sagen, erstmal treffen. Wir treffen uns erst und dann gehen wir gemeinsam in die Gebäude rein. Und erst wenn wir gut ausgerüstet sind, dann legen wir los. Okay. Du scheinst ja nicht besonders begeistert von dem Plan zu sein. Ich weiß nicht, ich meine ja auch mit Treffen eher so, wir treffen die Gegner. Ach so. Also den Waffen. Ja, ja. Ich dachte, wir treffen uns erstmal, aber. Wir töten die Gegner, also, bevor sie uns töten. Ich snack mir direkt erstmal eine Rüstung. Also ich hoffe natürlich, dass wir überhaupt zu zweit die ganze Zeit drin bleiben. Oh, hier ist ein Klo. Das ist ja auch kein. Sehr geil. Für jeden von uns Waffe und Doppelmunition. Ja. Shotgun, glaube ich. Ja, ich glaube, rote Waffen waren immer Shotguns. Rote Waffen waren Shotguns, okay. Ich laufe dir einfach hinterher, ne? Ja, ich laufe hier relativ planlos rum. Da rechts unten ist ein Gebäude. Ah, und ich laufe hier relativ planlos. Oh, da ist ein Gegner. Hinterher. Wo? Oh. Da hier. Das ist eine doppelläufige Shotgun, die ich habe. Ja, habe ich. Nice. Yeah. So. Da ist noch einer. Oh, Jutta. Fuck, ich lieg schon wieder. Ich bin auch verstanden. Was ist das für ein Name? Ich glaube, wir sind noch schneller gestorben als gerade. Ja. 43 Sekunden. Los! Ganz ehrlich, Kai, wenn von deiner Seite aus nichts kommt, dann. Ey, komm, ich habe über die Hälfte vom Schaden gemacht an dem Ich Team. Hatte eine Tötung. Ja, du hast ihn gefinished. Was meinst du mir die ganze Vorarbeit geleistet? Oh, auf mich schießt schon wieder einer mit einer Waffe. Wie? Wo? Scheiße. Ich hab irgendwas Gutes gemacht. Auf mich schießen schon wieder 7 Leute, ey. Ich hab eine MK12 SPR. Dann töte sie. Das sind 2. Oh ja. Nice, ich hab den einen getötet. Der hat mich getötet. Der ist in dem Container da drin. Ja, in dem Container. Oh, der hat mich komplett ausgeschalten. Warte, ich werf Frag Grenades. Jetzt kann ich dir so zugucken. Ah, das ist ja praktisch, wenn mein Spiel dann mal nicht abscheißt. Yes, Alter, ich hab ihn random mit der Granate erwischt. Ich hab keine Ahnung, wie ich das getut habe, aber es ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Boah, hier liegt jetzt richtig viel Liebe. Richtig gut. Heil dich erstmal. Vierfach Scope! Heil dich erstmal. Auf das Sniper. Wo ist mein Mauszeiger? Da ist mein Mauszeiger. Oh, da kommt einer. Oh, der ist leer. Aber der sieht dich nicht, oder? Doch, der sieht. Der sieht mich doch nicht, wenn. Wie hat er mich gesehen? Man sieht die Leute eigentlich erst, wenn man drin ist. Der hat random reingeschossen. Ich habe 30 Sekunden überlebt. Seit unserer Teambesprechung bin ich durchgehend schlechter geworden. Ich glaube, was wichtig ist, da ist man den Mauszeiger nicht aus dem Neues Spiel starten, keine Besprechung, direkt Attacke. Nee, ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir den Mauszeiger im Blick behalten, weil bei mir war jetzt zum Beispiel der Mauszeiger einfach 3 Meter außerhalb des Bildschirms. Das geht nicht.
und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Und konnte mich dann halt erst relativ spät wieder heilen. So, komm mal hier. Das sind auf jeden Fall schon Gegner. Ich habe einen gedownt. Und einen getötet. Nice. Pass auf, du hast deine Granate hingeworfen, die kommt. Ich bin fast draufgelaufen auf deine dumme Granate, ey. Da oben ist ein großes Gebäude. Das sind aber auch Gegner mit Waffen. Gegner mit Waffen. Ich werfe eine Granate hoch. Ja, lass einfach von der Fern bleiben, okay? Ja. Erst Waffen holen. Ja. Rechts unten ist eine Kiste. War eine Kiste. Okay, da oben ist noch Zeugs. Ich kann auch einfach versuchen. Oh, scheiße. Verpisst euch mal. Ja, die sind da halt an den Gebäuden. Solche dumme Weil da ist halt der Loot. Und hier ist alles gelootet, Junge. Ah, ich hab was. Du hast was? Und du hast nichts. Okay, ich hab einen Rucksack. Und einen Zweierscope. Das bringt mir sehr viel. Ja, ein paar Mal nachheben. Aber auch eine Soda. So. Ich heil mich kurz. Ja, mach doch mal. Oh, da ist ein Gegner direkt links von mir. War ein Gegner. Oh, unter uns? Oh, ja, da. Scheiße. Oh nein, scheiße, er schießt in den Container rein. Du bist auf dich alleine gestellt. Zwei, wie immer. Die Kugeln bouncen ab von den Wänden. Was ist das denn? Hast du es gesehen? Die gehen so zickzack. Ja. Die sind ins Gummigeschosse. Oh, super. Nein, die will ich wieder haben, scheiße. Okay, Konstantin. Da ist direkt einer, genau, schieß ihn. Nice, du hast ihn getötet. Warum ist der grün? Ja, das ist ein Skin, den er eingesammelt hat. Alter, das ist diese Jacke, die da ist, diese hellgrüne. Kannst du auch einsammeln jetzt. Da ist direkt noch einer. Dann bist du vielleicht auch ein bisschen besser getarnt. Ja, nimm mal die grüne Jacke mit, dann sieht man dich im Busch nicht so leicht. Ein Rucksack da oben. Was soll ich noch mitnehmen hier? Keine Ahnung. Das ist besser als das, was du hast. Eine dritte Waffe mitnehmen oder so. Ich weiß. Nimm einfach das gute Zeugs mit. Ey, das ist ein Vierfachscope. Und das auf jeden Fall. Nice, der ist gestorben, aber nicht wegen dir. Der ist wegen mir gestorben. Ja? Ja, ich bin noch 100%ig sicher. Ist aber nicht Tötung aufgenommen. So, warte, jetzt muss ich mir. Vielleicht hat er sich selbst erschossen mit den. Krasse Waffe. Abgelenkten Schuss. Den nehme ich noch mit. Oh, schieß. Kann ich mich mal hier. Schmerzmittel. Ah, oh, scheiße. Vier Schuss. Oh, stimmt, du hast auch die DPI viel niedriger als ich. Shit. Ah, oh, ich hab ihn auch. Alter, oh, was hab ich getan? Rausgetappt. Die sind so schlecht. Scheiße. Los. Schon sie Lobby getötet. Das ist in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall ein paar Bandagen. Das sammle ich auch noch mal ein. Ist den Code noch auswendig? Raute. Was war die Zahl? 4, 2, 2? Essen oder? Keine Ahnung. Du bist der. Nee, das weiß ich nicht. Guck mal hier, hilf mir mal. Was ist hier noch gut? Soda nehme ich auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, Verbände ist Soda. Der Rucksack, der ist fett. Das ist ein fetter Rucksack. Oh, ein fetter Rucksack. Schön Zeugs reinpacken. Ich mag fette Rucksäcke. Ja. Ich sammle hier einfach mal alles ein. Komm hier. Ja, du hast. Da die Armor ist auf jeden Fall besser als die du hast. Die hier? Ja. Das ist eine Level 2 Weste. Du hast bisher nur eine Level 1 gehabt. Sehr cool. Siehst du hier unten? Na, siehst du das? Ich bin wieder richtig gut, ey. Also, du bist außerhalb der Zone, in 8 Sekunden geht die Zone zu. Was? Geh Richtung Zone. Nein. Da. Bin ich voll langsam? Immer einfach dem grünen Pfeil nach. Nee, du bist einfach nur vierfach draus gesoomt. Ach so. Das ist. Deswegen kommt es so langsam vor. Das ergibt Sinn. Du hast 7 am Leben. Holy shit. Du bist recht gut dabei gerade. Du hast recht gutes Equip. Am besten, du hast ja gute Waffen und alles. Versteck dich einfach zwischen ein paar Bäumen und guck, dass du die aus dem Hinterhalt absnipst oder so. Vielleicht hier, das sind 2. Das sieht man nicht, dann weniger. So. Und jetzt, ich habe aber immer noch keine dritte Waffe, ey. Ja, scheiße, auf eine dritte Waffe. Soll ich mir die nicht schnell holen? Alter, eine Pistole, wann verwendest du die? Ach, ich kann nur eine Pistole. Ja, du kannst sowieso eine Pistole zur Waffe nehmen. Aber die empfiehlt schon lecker aus, ey. Ja, keine Ahnung, okay. Aber wenn ich mich jetzt rausfacke, ja komm, das ist ja auch langweilig. Ja, schon. Kann ich irgendwo. Da gehst du mir aus der Zone raus. Ist die besser also, als. Wirklich aber die Shotgun ist. Ah, die Shotgun hat mir treue Dienste geleistet. Also, ich habe keine Ahnung, ob die Waffen unterschiedlichen Schaden machen im Spiel oder so. Aber wenn nicht, dann ist Shotgun doch auf jeden Fall überpowered. Wo sind denn die ganzen scheiß Gegner? Die nicht. Ich wette, die hängen auch nur in den Bäumen. Ja, die chillen halt jetzt irgendwo, weil es sind auch noch 5 am Leben. Und das wird spannend. Wo seid ihr? Oh! Das ist schon ein bisschen spannend gerade. Kann ich hier nicht rein? Nein. Aber hier bin ich ja gerade voll in der Mitte, ne? Ja.
aber pass auf, das wieder in dem Gebäude geworden. Könnte jemand sein. Vorsicht, ich sehe da jemand verschanzt hat. Holy shit, ist das hier. Was, wie viele sind hier bitte verreckt? Ein, zwei. Viele. Wo sind die denn alle? Was soll das denn? Ich glaube, die... Ich bin doch gerade voll im Mittelpunkt, oder? Mhm. Oh, da, das sind zwei. Vorsicht, das ist ein Squad. Aber du hast ein Vierfachvisier, die sehen ich nicht, ups. Nein! Aber vier Kills? Drei. Drei von dir, einer von mir. Wir sind Duo Rank 3 geworden. Wir sind die drittbesten auf dem Server gewesen. Schon mal. Ich glaube, es waren über 10.000 drauf. Bestimmt. Kann ich das sehen? Eins. Eins. Okay. Und mein Spieler hat die ganze Zeit durchgehalten. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Plus 9. Updated. Hier ist schon ein Vierfachscope drin. Hier ist auch gleich eine Zweier Rüstung und ein Klo. Ich habe schon mal eine Vierfachrüstung und. Ist der kaputt hauen? Ich weiß nicht. Klo kam. Oh, da unten ist schon einer. Dann ist einer, der kommt zu dir, der kommt was? Zu dir. Okay, den hauen wir kaputt, den hauen wir kaputt. Kannst du mich verletzen? Ja, komm. Ich hab ihn doch schon umgenietet. Was kann der denn? Ganz ehrlich. Haha, ich hab den getötet. Was hast du den Kill gekriegt? Ich hab drauf geschossen. Da oben ist ein. Hab ich jetzt eine Weste? Ich hab auf jeden Fall eine Kipper. Besseres Item ausgestattet, okay. Ich bräuchte auch noch eine Waffe. Die Rüstung hast du schon? Hier ist auch noch eine Level 2 Weste. Ich hab was für eine Smoke Grenade hier. Oh, hier kommt wieder einer rein, da kommt noch mehr rein. Er kommt zu mir, er ist bei mir im Smoke. Okay, er denkt, da ist keiner, aber ich glaube ihn. Ich schließe die Tür, und... Ich weiß nicht. Kann ich dich verletzen? Hier kommt ein neuer rein, oh! Mir fällt auch gerade auf, weißt du, was ziemlich doof ist? Ich hab den Ton vergessen. Den was? Ich hab den Ton vergessen. Tja, ist in Ordnung. Ich bleib einfach mal so. Ist da? Okay. Ich höre bei mir nämlich nichts, fällt mir gerade so auf. So. Fällt doch gerade auf, ich bin tot. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ist auf einmal auf. Oh nein. Hä, was? Irgendwie haben die sich gerade alle selbst getötet und ich bin am Leben. Sehr gut, da kommt noch einer. Oh nein. Der hat aber nichts, der hat nichts. Ich chill einfach. Oh nein. Vorsicht, die können da durchgucken. Ach fuck, sind Fenster. So ein bisschen Vorstellung, das kann ich mal halt mitbringen in diesem Spiel. Ganz ehrlich, wer null Tötungen hat, der soll lieber ruhig sein. Mach mal. Ach ja, Ganz ehrlich, was soll's. Ich brauche keinen Ton. Oh, ein Klo. Ich find's cool, dass man das Klo kaputt hauen kann und dann da irgendwie was findet. Ja, schon, das ist ganz cool. Willst du immer die Bandage mitnehmen? Kaputt hauen und so. Ich hab ein Soda, willst du die Bandage mitnehmen? Behalt mal den Scheiß, ich find schon. Wie arrogant er ist. Ich habe auf jeden Fall eine Sniper. Ja, so eine Bandage ist nicht so selten. Hier ist nämlich nur eine. Okay, da ins Haus. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Waffe. Oh, da ist ein Gegner. Okay, diesmal versuche ich mal drauf zu achten, wo ich hin... Oh, da hier im Busch ist eine. Lauf mir nicht ins Schussfeld, Mann. Was ist? Du bist mir mitten vor die Flinte gerannt. Ich hab ihn einfach verhauen. Ich brauche deine Waffe nicht. Muss ich jetzt ernsthaft erklären? Ich habe auf ihn geschossen. Und du läufst vor mich. Wie viele Tötungen hast du? Null. Wie viele habe ich? Hör auf. Du kannst mich gar nicht. Das ist gar kein Friendly Fire. Das ist ja langweilig. Siehst du? Ach. Wer ist jetzt der Doofe? Du bist trotzdem vor mich gelaufen. Da ist ein Gegner irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich habe auf jeden Fall zwei. Ich habe eine Doppelberetta. Du läufst gerade Richtung außerhalb Zone. Ah, okay, das ist ein Problem. Die Zone kommt zu. Auch. Ja, deswegen. Ein Zweierscope, das ist praktisch schon mein. Scheiße. Alles gut. Alles ist gut. Nein. Hört auf mich zu schießen. Ich habe ja eine Tötung. Im Gegensatz zu dir. Guck mal auf den Schaden. Ich habe erst doppelt so viel Schaden gemacht. Ich habe schon weitergeklickt. Es tut mir leid. Ich habe den vierfachen Schaden von dir fast gemacht.
Das Junge. Bringt aber nichts. Hier ist ein Gegner. Oh shit, der Gegner hat eine Waffe. Aber ich habe Munition, alles gut. Ich habe auch. Kann ich ihm einen Kopf werfen? Wo ist der? Da links von uns war der. Hier ist noch einer. Hier direkt bei mir. Oh, unter uns auch. Oh, ich bin tot. Ich glaube, das könnte unser Rekord im Schnellsterben werden. Aber okay, ich hab mir jetzt schon mal gedacht, okay. Ja, 27 Sekunden. wir haben 27 Sekunden überlebt. Komm. Okay, einmal schaffen wir es noch unter die Top 10. Komm. Ja, jetzt wieder ruhig und konzentriert. Ich gehe erstmal eben eine Toilette kaputt hauen. Das ist ja auch immer das Schöne hier an so einem Spiel im Vergleich zu League of Legends oder so, würde ich jetzt mal sagen, an Battle Royale. Du gehst gar nicht mit der Erwartung rein, dass du gewinnst. Also ja, natürlich, du versuchst weit zu kommen, aber es ist halt jetzt nicht der Druck da, so okay, wenn du in den ersten 5 Sekunden halt schon 3 Creeps gemisst hast, ist das Spiel vorbei oder so. Sondern es ist halt alles relativ offen, es kann sich alles relativ schnell wenden und man nimmt es auch nicht so ernst dann. Eben, es kommt auf den Spaß an. Oha, ich bin hier in einem Bunker oder so. Das ist wie so eine Atomkiste. Wo hier schießen schon wieder welche? Wo bist du? Guck dir das mal an. Ich bin hier in dem Bunker gewesen, hab eine Atomkiste zusammengebracht. Es sind ja nur Klamotten drin. Ach cool, hallo. Es sind aber nur fucking Klamotten gewesen. Auf jeden Fall hat gerade von außen irgendwer auf uns geschossen. Echt? Ja. Aber ich habe auch eine AK, das ist vielleicht doch gar nicht so bad gewesen. Oh ja, ich sehe einen, der hat keine Waffen. Oder töte doch? Töte ihn. Ich hab schon mal einen Kill. Hol dir den anderen, bevor ich down bin. Oh, scheiße. Hol dir den gelben Mann! Hol ihn dir schnell! Ich geb doch was mal. Was verstehst du nicht an, hol ihn dir schnell? Ich musste nachladen! Gut. Okay, ich glaube, wir haben jetzt einiges gesehen. Auf jeden Fall, dass wir beide sehr viel Skill haben. Ich mehr als du. Wir auf jeden Fall gesehen haben. Ich hab mir. Ne? Ohne dich bin ich einfach weitergekommen. Ich sag's mal wieder so: 130 Schaden zu 30 Schaden. Es kommt nicht drauf an, wer die Tötung hat am Schluss, sondern wer den Schaden gemacht hat. Wie auch immer. Dass du am Schluss den Last Hit gemacht hast, ist scheißegal. Aber okay. Also genau. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann am 29.07. um 21 Uhr bei Level Up einschalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für meinen. Ja, ich will nicht sagen für meine gute Unterstützung, aber für meine Unterstützung. Vielen Dank, Kai, vielen Dank und bei Level Up einschalten. Macht's gut. Herzlich. Danke.